So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem nächsten Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Erstmal müssen wir uns ganz kurz bei euch entschuldigen für die kleine Verspätung. Aber wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der die MEWA Arena auch ein kleines bisschen kennt. Niki Zimling, unser ehemaliger Spieler, ist gerade hier und wir freuen uns sehr, dich hier zu sehen. So, und jetzt freuen wir uns aber erstmal auf eure Fragen auch noch. Wer möchte denn beginnen, kurz die Hand heben und dann einfach losschießen mit einem Mikrofon? Timo Müller vom Kicker. Vor einiger Zeit saßen wir hier und das Personal war sehr knapp. Da hat sich die Mannschaft fast von alleine aufgestellt. Haben Sie jetzt mit Blick auf Samstag sowas wie ein Luxusproblem auf verschiedenen Positionen? Vielleicht habe ich einen Luxus, aber kein Problem. Es ist immer gut, wenn viele Spieler zur Verfügung stehen und das ist auch der Fall bei uns. Und darauf freuen wir uns auch jetzt hier. Wo der November kommt, wo wir alle wissen, dass normalerweise auch Verletzungen neigen zu kommen, dass wir dann vollen Kader fast zur Verfügung haben, ist natürlich positiv, vor einer englischen Woche sogar auch. Also das gibt uns ein paar Möglichkeiten mehr. Henning Kunz von der Allgemeinen Zeitung. Ja, hallo. Bo, wie habt ihr diese Woche das Spiel in München aufgearbeitet? Wie habt ihr es verarbeitet? Und vielleicht auch noch mal mit Blick auf das Köln-Spiel. Ist das so ein Heimspiel, das man gerne konserviert und einfach da weitermacht, wo man aufgehört hat? Ja, das möchte man gern machen. Auseinander gegen ein anderes Spiel. Alle auch, die das Köln-Spiel gesehen hat bis zur roten Karte auch ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen. Also, aber klar, wir würden gerne da anknüpfen und nochmal, Wolfsburg ist eine andere Mannschaft, die im Moment sehr positiv punktet und spielt nach einer schwierigen Anfangsphase und es wird eine harte Aufgabe für uns, das mal zu knacken. Und ja, so ein München-Spiel, klar, es gab eine Analyse wie immer, ob wir 5-0 gewonnen haben oder 6-2 verloren haben, analysieren wir die Spiele immer und es war auch positive Sachen. Ich habe auch betont nach dem Spiel, dass die erste Halbzeit für mich eigentlich in Ordnung war und die zweite Halbzeit eben nicht. Und ja, verarbeitet, das werden wir sehen. Ich finde, die Spiele haben einen guten Eindruck gemacht diese Woche. Und wissen auch, dass so eine englische Woche, vor allem eine englische Woche mit drei Bundesligaspielen, die Möglichkeit gibt, einfach große Schritte zu machen in der Tabelle und allgemein, weil 9 Punkte da auf dem Spiel steht. Und da haben wir einen guten Kader zur Verfügung und auch eine gute Stimmung im Kader. Peter Dörr von der Bild-Zeitung. Können wir nochmal zum Personellen? Wer fehlt jetzt konkret noch? Oder wer wackelt? Ja, das ist Marlon Mustafa und Maxim Leitsch. Die fehlen uns, sonst stehen alle zur Verfügung. Henning, nochmal bitte. Wenn man das jetzt so hört, was du so gesagt hast, und englische Woche und die Chancen, die damit verbunden sind, habt ihr euch dann auch vielleicht für diese englische Woche ein Ziel gesetzt? Zumal ja nach dieser englischen Woche, der Kollege hat es vorhin gerade schon angesprochen, wieder ein harter Cut ist und wir in die Winterpause gehen. Nee, wir haben kein Ziel gesetzt. Nur das Bewusstsein, sowohl nach oben, aber auch nach unten, auch die Mannschaften, die unten stehen, sehen dann natürlich auch die Chance, Anschluss zu schaffen. Und mit 3 Spielen und 9 Punkten ist einfach viel drin. Und deswegen sind das auch mit der 2 Monate Pause, die danach folgen, einfach wichtige Spiele, um da mit ein gutes Gefühl in diese lange Pause zu gehen. Timo, bitte. Bis jetzt haben die drei, ich nenne sie jetzt mal Top-Stürmer für Mainz, noch nicht zusammengespielt, glaube ich, in der Startelf mit Onisivo, Burkhardt, Ingwertsen. Ist das jetzt, wäre das am Samstag mal eine gute Gelegenheit? Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ob es eine gute Gelegenheit ist, das werden wir dann sehen. Aber es ist kein Geheimnis, dass der Karim zuletzt gut drauf war, dass der Markus kontinuierlich trifft und dass Johnny auch, obwohl er noch kein Tor geschossen hat, in,
in das letzte Spiel in Bayern schon es auch gut gemacht haben. Also die Möglichkeit ist da. Ob wir das machen, ist natürlich eine andere Frage. Peter, bitte. Wenn du nur zwei davon aufstellst, nach welchen Kriterien gehst du da? Ist es ein Bauchgefühl oder ist es ja natürlich auch Gegner geschuldet? War es in München sicherlich, dass Markus erstmal draußen bleiben musste? Aber kannst du uns mal die Kriterien ein bisschen näher erklären? Ja, ein paar hast du selber gesagt. Das ist natürlich Bauchgefühl, das ist Eindruck aus dem Training, wer ist gut in Form? Wer passt gut zum Gegner, wie wollen wir spielen, sowohl Aufgabe, die uns erwartet gegen den Ball, aber auch mit dem Ball. Also es ist eine Mischung aus mehr Sachen und daraus entsteht dann so eine Entscheidung. Und daraus ist eine vielleicht ein bisschen außergewöhnliche Entscheidung entstanden gegen Bayern, weil es ein außergewöhnliches Spiel auch war. Und so sind die Überlegungen jede Woche, nicht nur was die Stürmer angeht, aber auch wegen die Konstellation auf andere Positionen. Man guckt auch zum Beispiel, wer spielt auch gut zusammen, auch bei Stürmer oder Innenverteidigerpaaren oder ein Außenverteidiger und Außenspieler, wer ist ein guter Paar da. Wir haben vor ein paar Jahren gesehen, dass zum Beispiel Karim und Adam sehr, sehr gut zusammengespielt haben. Also das ist, wer passt gut zusammen und wer ergänzt sich dann auch gut. So, das waren ein paar Gründe oder noch mehr, aber es sind mehr Faktoren. Henning, bitte. Wie du hast ja gerade schon gesagt, Johnnys Form ist aufsteigend. Erlebst du ihn auch jetzt wieder ein bisschen befreiter oder mit so einer gewissen Leichtigkeit die Sachen angehen? Das habe ich eigentlich die ganze Zeit ihm so erlebt. Klar, jetzt hat er einen Elfmeter verschossen und das letzte Heimspiel hier ist von der Videoschiri ein Tor weggenommen. Und Tore sind schon auch wichtig für Stürmer. Es ist keine Neuigkeit und das braucht er bestimmt auch, aber ich erlebe ihn und hat die ganze Zeit ihm auch erlebt. Er war frustriert, dass er sich verletzt hat und dann auch krank geworden ist in so ungünstige Zeitpunkten, aber das ist manchmal so und diese Phase, wo alle sagen, es ist eine schwierige Phase für ihn, die werden ihm auch dazu helfen, nochmal besser zu werden. Und wichtig ist, dass er darum richtig damit umgeht. Meine Überzeugung und Glaube in ihn ist nicht 1% weniger geworden wegen die Bilanz in dieser Saison. Peter. Dann sagen wir uns doch nochmal, wie er den verschossenen Elfer verkraftet hat und Nochmal, das habe ich nicht verstanden. Wie er den verschossenen Elfmeter verkraftet hat, verarbeitet hat. Ja, also gut, es passiert halt. Es war nicht so optimal geschossen. Er hat auch einen Schuss auf die Latte. Das hätte auch unterkante Latte sogar reingehen können. Ja, also ich finde, dass er gut trainiert hat, dass er die ganze Zeit auch positiv wirkt und dass er eine sehr ehrgeizige Junge ist und auch... sehr viel von sich selbst erwartet. Das ist die ganze Zeit so. Und er arbeitet an die Sachen, er versucht und macht und hat, wie gesagt, von meiner Perspektive eine sehr positive Ausstrahlung und geht gut damit um. Und das ist der Schlüssel, um nochmal diese Knote mal zu lösen. Also für mich fehlt im Moment für ihn selber ein Tor. Aber jetzt, ob es kommt am Samstag oder später kommt, das werden wir alles sehen. Wichtig ist die Einstellung, die er mitbringt und die Einstellung vor allem auch mit dieser Phase, die er im Moment hat, wo alles halt nicht genau nach Plan gelaufen ist. Bei den Elfmetern, da habt ihr ja eine Riesenserie gehabt, die dann mal gerissen ist. Legst du da überhaupt keine Spieler fest? Kann da jeder, können die sich das im Spiel selbst ausmachen? Ja, das können die. Aber ich meine, der Aaron hat verschossen. Ich kann nur sagen, dass der Aaron, ich habe nicht viele verschossene Elfmeter von Aaron vorher gesehen. Der Markus, wenn er auf dem Platz wäre, hat er sicher geschossen. Der hat alle Elfmeter reingemacht, seit er hier ist. Ohne dass ich mir da festgelegt hatte. Jetzt war Markus nicht auf dem Platz und Johnny hat den Ball geschnappt, weil er sich gut gefühlt hat.
Und dann verschießt man halt eine Serie von, wie viele waren es? 36 in Folge. Seit die Zeit von Niki hier haben wir keinen Elfmeter verschossen. Das war natürlich auch sicherlich außergewöhnlich. Und jetzt haben wir zweimal verschossen. Es passiert mal. Und es ist nicht für mich unbedingt der Auslöser, dass ich jetzt da festlegen soll. Ich finde, in die eineinhalb Jahre davor, wo wir in meiner Zeit keinen Elfmeter verschossen hat, haben wir es auch nicht gemacht. Soll es jetzt wegen die zwei verschossenen Elfmeter jetzt ein Grund sein, das zu machen? Noch nicht. Dann wollte ich gerade sagen, wenn kein anderer will, mach gern weiter. Dann sag uns doch noch mal ein bisschen was zum Gegner. Was ist das Kovac-Fußball jetzt in Wolfsburg? Worauf muss man da besonders achten? Ja, also wie ich auch gesagt habe, wir haben eine schwierige Anfangsphase und zuletzt waren die 6 Spiele in Folge ungeschlagen. Und auch zuletzt jetzt Bochum sehr überzeugend, 4-0 geschlagen. Die haben einfach einen Aufwärtstrend und das sieht man. Und dass Wolfsburg insgesamt sehr, sehr viel individuelle Qualität mitbringt. Nicht nur von die anfangen, aber wenn man der Bank von denen auch anschaut, da sitzen schon sehr, sehr viel individuelle Qualität. Und die haben, glaube ich, auch jetzt ein System gefunden, wo die sich wohlfühlen und auch in jeder Phase halt sehr stabil wirken. Das Fokus ist schon immer noch sehr auf die Defensive und diese Kompaktheit dann auch zu haben. Und gleichzeitig kommen die auch sehr viel über die Flügel. Wenn die den Ball haben, mit guten Außenverteidiger, bereiten die halt da ihr gefährliche Situation und Tor vor. Also im Moment wirkt es einfach sehr stabil, was die da abliefern. Und das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr viel individuelle Qualität mitbringt, wie immer bei Wolfsburg. Aber jetzt haben die so ein bisschen, so fühlt sich an, so ein bisschen der Formel gefunden, wo das alles dann auch passt. Und das macht natürlich die Aufgabe für uns nicht einfacher. Die One-Man-Show heute, Peter, bitte. Two-Man-Show. Wenn wir bei dem, Entschuldigung, bei dem Flügelspiel sind, in München kam viel über die Außen durch, viele Flanken dann vors Tor. Hast du da deinen Außenverteidigern dieses Mal noch ein bisschen, diese Woche noch mal ein bisschen was gesagt? Hast du besonders geschult? Nein, habe ich nicht, weil dazu ist es zu einfach zu sagen, weil viele Flanken kommen, wenn du in Bayern spielst. Es lag auch darauf, dass wir wollten die Mitte sehr, sehr eng machen. Irgendwo ist immer Platz auf dem Fußballplatz. Und wir haben da gesagt, wir müssen die Mitte zukriegen. Das haben wir nicht immer geschafft. Und die Flügel, ja, da waren die Außenverteidiger ein bisschen alleine. Und das ist natürlich, wenn du gegen Gnabry und Mané und so weiter spielst, nicht der allerangenehmste Aufgabe. Aber kann halt mal so passieren. Ich fand nicht, dass unsere Außenverteidiger das besonders schlecht verteidigt haben. Es ist einfach auch anerkennen gegenüber die Qualität, die auf der anderen Seite war. Ich fand teilweise, dass wir in der Box bei den Flanken es nicht so gut verteidigt haben. Und da haben wir ja auch ein bisschen mehr das Fokus drauf gelegt, aber nicht besonders auf das Verhalten von den Außenverteidigern, weil viele Flanken reinkommen. Damit haben wir ja schon gerechnet. Ja, wenn ihr nichts mehr auf dem Herzen habt und keine Fragen mehr. Doch, Henning, bitte. Ja, ich möchte mal auf die andere Seite des Spielfeldes zu Markus Ingwertsen. Bei dem hat man ja wirklich momentan das Gefühl, dass vielleicht nicht jeder Schuss, aber jeder gefühlt zweite Schuss ein Treffer ist. Kannst du vielleicht nochmal bitte zu seinen Qualitäten was sagen? Und hat er so eine Quote auch im Training oder das ist ja echt momentan beeindruckend? Also eine Quote im Training haben, der ist schon gut, aber ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist. Der ist gut in Form. Und seine Qualitäten ist auch bekannt. Die waren die ganze Zeit bekannt. Ist immer zurückgeworfen von kleinen Verletzungen, auch mal größere Verletzungen, wo auch mal gespielt oder trainiert hat, ohne bei hundertprozentiger Fitness dann zu sein. Und dann konnte er seine Qualitäten eben auch nicht so abrufen.
Aber wir wissen, wenn wir im letzten Drittel kommen und sehr oft da kommen, sowohl in der Mitte, aber auch über den Flügel, dann ist Markus der Stürmer bei uns, der die beste Positionierung in der Box auch haben und auch über einen sehr guten Torabschluss dann verfügt. Und das sieht man auch bei den Toren, die er macht. Das ist ganz klar. Das ist einfach eine clevere Stürmer. Also es ist ein richtiger Boxstürmer. Und auch der Grund, warum wir ihn dann überzeugen konnten, zu uns zu kommen, weil das hat er nicht in Union gespielt, aber weil wir wirklich auch gesehen hat, dass er diese Torgefährlichkeit mitbringen konnte und eine gute Ergänzung war zu den Stürmern, die wir damals hatten und auch jetzt haben. Ist es dann Intuition, der richtige Riecher, ist es die richtige Antizipation oder hat man das einfach? Das ist gute dänische Ausbildung. Ja, also ich glaube, es ist eine Mischung. Also es ist auch dieses Gefühl, für welchen Raum wann gefährlich ist, Timing. Und man sieht auch bei seinen Torabschlüssen, ist halt immer eine Idee dahinter zu erkennen, ob der jetzt reingeht, ist ein Thema, aber der Torwart muss es entweder gut halten, das trifft Pfosten, aber es ist selten, dass Markus halt den Ball 10 Meter über das Tor haut. Und der Grund, warum, ja, da kann der Markus es vielleicht besser beantworten als ich, warum er so ein Spieler geworden ist, aber das ist sicherlich mehr Faktoren. Mal sehen, vielleicht macht er am Wochenende die längste Serie in Folge bei Mainz 05 einstellen kann. Ja, Mohamed Zidane hat 6 Treffer in 6 Spielen am Folge. Also mal schauen, ob der Markus das jetzt hinbekommt am Samstag. Habt ihr noch Fragen? Ich sehe keine Hand mehr. Dann bedanke ich mich für euer Kommen, für eure Fragen bei allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bei 05er TV. Am liebsten sehen wir euch natürlich am Samstag in der MIWA Arena. Es gibt auch noch Tickets auf allen Kanälen. Wer aber aus Gründen nicht kommen kann, kann das Spiel also einmal bei Sky verfolgen und natürlich auf 05er FM sich von Tim Klotz auf Original Roy Hessisch nacherzählen lassen. Wer vorher noch ein paar Infos möchte zu unserem künftigen Gegner und vielleicht auch noch einen anderen alten Bekannten sehen möchte, Riedle Baku, der kommt ja am Samstag auch hier in sein altes Wohnzimmer zurück, der kann mal in den Bruchwegbericht reinschauen auf 05er TV. Vielen Dank. Dankeschön.